Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen aus der Kabine 846 von der Amadea von Phoenix Reisen. Ja, das Ganze ist eine Balkonkabine und die stelle ich euch jetzt mal im Detail vor. Und ich würde sagen, ich starte auch gleich mal hier auf dem Balkon. Ja, das Wetter könnte heute gar nicht besser sein, das ist einfach der Oberhammer. Ja, wir sind auf dem Weg von Haifa in Israel jetzt Richtung Kreta. Ja, und das ist jetzt hier der Balkon. Ja, ich habe hier einmal Stuhl Nummer 1, dazu einen Tisch. Und das ist ja dann immer besonders schön, wenn man den Balkon auch gut nutzen kann, nämlich zum Beispiel zum Essen. Und das ist gar kein Problem, denn es gibt Room Service im Reisepreis enthalten, sei es zum Frühstück oder aber den ganzen Tag bis 22 Uhr. Kann ich mir ein Schnitzel oder so servieren lassen, Sandwich, alles gar kein Problem. So, jetzt gucken wir uns hier drin mal weiter um. Ja, das Ganze sieht erstmal aus, was ist, denkt man, was ist das denn? Ist das hier nur eine Kabine für eine Person? Ja, aber das ist Quatsch, denn hier da drüben auf der anderen Seite ist ein zweites Bett. Dadurch, dass ich hier aber im Moment alleine übernachte, hat man dieses Bett da hochgeklappt. Ja, das ist, muss man sagen, natürlich eine sehr, sehr, sehr ungewöhnliche Konstruktion der Betten, ja, dass die so auseinanderstehen, ja, weil nun eben in der Mitte der Zugang ist zum Balkon. Ja, finde ich tatsächlich wirklich interessant. Also das ist was dann bevorzugt für Leute, die schon 50 Jahre verheiratet sind, die dann irgendwie nicht mehr nebeneinander schlafen wollen. Ja, aber gut, das ist halt so. Ne? Im Grunde hat es aber tatsächlich wirklich den Vorteil, dass man, wenn man alleine die Kabine bezogen hat, dass man dann deutlich mehr Platz hat. So, entschuldigt so ein bisschen das Durcheinander, was hier ist. Aber ja, gut, denken wir uns mal weg. So, hier vorne kann man sitzen. Hier ist einmal ein Tisch. Guck mal, sogar hier mit einer, ist das eine echte Blume? Ja, ist sogar eine echte Blume. Ein Stuhl, ja, dann an der Seite hinter diesen Betten hat man dann jeweils den Nachttisch, ja, wo man aber dann auch nochmal hier ein extra Fach hat. Guck mal, da ist ein Kissen jetzt in dem Fall drin. So, und dann gucken wir einmal nach oben. Ich drehe das hier heute mal mit einem anderen Kamerasetup, deswegen ist es alles ein bisschen anders als sonst. Ja, was man leider immer meistens hört, ist die Klimaanlage, also die ist jetzt nicht so ganz flüsterleise. Ja, also das ist schon was für empfindliche Leute, die sollten da irgendwie so Ohrenstöpsel oder so mitbringen. Da oben ist der Fernseher. Ja, da sieht man schon ein kleineres Modell. Ich meine, wenn wir überlegen, das Schiff ist aus dem Jahr 1991, da sieht man schon, der Fernseher ist nicht aus dem Jahr 1991, also das hat man später schon mal neu gemacht. Aber klar, so richtig groß oder so ist das jetzt nicht. Ja, so hier hat man eine relativ umfangreiche Minibar. Schokolade, Erdnüsse, da einmal so Obst bekommt man auf die Kabine freundlicherweise. Und da drunten ist eben der gekühlte Teil der Minibar. Ups, so, wollen wir mal gucken. Ja, so eine Cola sind wir preismäßig so bei 2,20 Euro. Ja, ansonsten sind die Getränkepreise hier, muss man sagen, an Bord sehr, sehr, sehr günstig. Also das kann sich wirklich sehen lassen. Ja, also Cocktails unter 5 Euro in der Regel, Longdrinks 3,90 Euro, glaube ich. Ja, also das ist nicht zu vergleichen unbedingt jetzt mit den großen Massenreedereien. Gucken wir mal weiter. Hier ist ein Schreibtisch, ja, mit Spiegel, wenn man sich schminken möchte oder was auch immer. Ja, dann hier einmal ein Telefon, tatsächlich auch noch vorhanden. Ja, woran man sieht, dass es ein älteres Schiff ist, es gibt nicht so richtig viele Steckdosen. Also das ist hier im Wohnbereich, das sind die einzigen, die ich entdeckt habe. Ja, also einmal Modell, das internationale und einmal hier unser europäisches Modell. Das ist tatsächlich alles. Ich meine, guck mal, ich habe jetzt hier extra schon so ein USB-Doppelladegerät dabei. Ja, weil wenn man zwei Geräte aufladen möchte, aber so richtig viel ist das natürlich nicht. Aber klar, ne? 1991 hatte man auch nicht so einen ganzen Maschinenpark dabei, wie ich das hier habe, ne? Mit unzähligen Kameras und. Also das ist ja nicht repräsentativ. Also im Klartext, ja, so eine Doppelgeschichte ist, wer hier Urlaub macht, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Oder aber ihr bringt einfach weniger elektrische Geräte mit. So, das ist das. Dann gehen wir mal hier in die entgegengesetzte Richtung. Da ist dann hier der Schrank. Wie gesagt, heute wirklich ein bisschen hier durch meine Konstruktion hier. Man kann es gerade mal zeigen hier mit, oh, kann man sehen hier, mit Kamera und Gimbal. Das soll zu weniger Wackelei führen, ja, weil das ja immer wieder Leute sagen, so, oh, es ist mir zu wackelig. Ja, guck mal, hätte ich das nicht mal hier ordentlich reinhängen können. So, der Schrank besteht im Wesentlichen aus Möglichkeiten, etwas aufzuhängen. Da unten befindet sich dann ein Safe mit einigen Schubladen. Und auch hier drüben
habe ich auch die Möglichkeit, nochmal Dinge aufzuhängen. Was mir persönlich so auch mal fehlt, wären so Fächer, ja? Aber das ist vielleicht so ein bisschen Geschmackssache. So, guck mal, ihr seht, Schuhe mit Schuhspannern, alles dabei, weil man soll ja dann hier an einigen Abenden auch einen Anzug tragen, wenn man dann den Abenden dann nicht im Roomservice essen will. Ja, und dann gehören natürlich auch passende Schuhe dazu. So, das ist das hier schon gewesen. So, ja, hier vorne wird einmal die Temperatur eingestellt. Ja, gib mir mal Feedback übrigens, was die neue Kamerakonstruktion angeht. Ist es jetzt wirklich wesentlich besser, dass da weniger wackelt, oder ist das alles doof? Sagt mir aber Bescheid in den Kommentaren. Ja, hier gucken wir mal rein ins Bad, in die Nasszelle. So, da unten einmal. Ja, ich nehme an, das ist auch nicht aus dem Jahr 1991. Das ist später nochmal gemacht worden. Oh, jetzt verhake ich mich hier mit dem Kabel. So, jetzt einmal rum. So, guck mal, hier ist das Waschbecken. Da dann einmal, so rum. Wie gesagt, es hat experimentellen Charakter hier heute mit dem Gimbal. So, kleiner Tipp, was ich übrigens immer mitnehme, wenn ich das Gefühl habe, so okay, ich könnte vielleicht eine Erkältung bekommen oder so, dann nehme ich immer so eine Nasendusche mit. Manche finden das eklig, aber ich finde es ganz gut eigentlich. So als Prophylaxe, dass man sich eben nicht erkältet, weil das wäre ja ärgerlich, wenn man hier auf so einem Schiff ist. Ja, und dann gucken wir hier nochmal rein. Gucken, ob es weitwinklig genug ist. Hier, die Dusche. Na, man erkennt gar nichts. Ja, also es ist hier mit dem Gefilme ist alles ein bisschen aufwendiger als sonst. So, also wie gesagt, ich hoffe, es war jetzt nicht zu schlimm. Ja, so, also ich würde sagen, da habt ihr einen ganz guten Eindruck bekommen hier von der Kabine, auch wenn ich diesmal ein bisschen abgelenkt war hier aus technischen Gründen. Ja, ihr wisst ja, wenn ihr das Ganze buchen wollt, guck mal, da kann ich nochmal winken, wenn ihr das Ganze buchen wollt, dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Und ja, dann sehen wir uns ganz bald wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.